Bei der Zeichnung tun wir uns relativ leicht. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass die nicht die Seite AB gegeben ist, aber wir können zuerst BC zeichnen, 80 Grad hin CD abgreifen, dann 100 Grad von dem Schenkel in die Richtung und DA ist auch gegeben. Ihr seht, es geht relativ einfach und schnell. 6 Meter sind in dem Fall 6 Zentimeter, können wir dann auch abtragen und wir haben die beiden Punkte E und F. Beim Maßstab ist klar, 1 zu 100. Wir müssen alle Größen, die wir haben, durch 100 teilen. 1 zu 100 heißt ja genau das. Und die Umrechnungszahl von Meter in Zentimeter beträgt gerade 100. Das heißt, aus 12 Metern werden 12 Zentimeter. Die Aufgabe 2.2, die hat es dann wieder in sich. Wir sollen diesen Kreissektor hier bestimmen. Teilergebnis ist natürlich der Winkel CBA gegeben, dieser hier. Den braucht man nämlich, um den Sektor zu bestimmen. Nur um auf den zu kommen, da wird es wirklich schwierig. Was wir als erstes machen, ist, wir müssen versuchen, das irgendwie in Dreiecke zu zerlegen, wo der Winkel CBA vorkommt. Sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und das ist am geschicktesten, indem wir eben dieses Dreieck bei AC teilen. Dann haben wir hier nämlich da unten das Dreieck, wo der Winkel CBA ist. Nur in diesem Dreieck haben wir so gut wie keine Größe gegeben. Wir haben nur die Strecke BC. Und mit der kommen wir ja überhaupt nicht weit, weil wir auf den Winkel da unten erstmal überhaupt nicht kommen. Deswegen orientieren wir uns erstmal in dem Dreieck und schauen, wie wir ins andere rüberkommen. Denn dort sind recht viele Größen gegeben. Beide Dreiecke haben ja auch diese Strecke AC gemeinsam. Also können wir die in dem oberen Dreieck einfach mal berechnen. AC ist gleich, ich habe den Kosinussatz angewendet, diese Seite und diese Seite und der eingeschlossene Winkel heißt 9 Quadrat plus 10 Quadrat minus 2 mal 9 mal 10, beide Seiten in dieser Form eingesetzt. Mal den Kosinus von 100 und hinter die Wurzel schreibe ich dann einfach gleich m. Also das ist bereits das Quadrat aufgelöst, dafür die Wurzel gesetzt und die Einheit dahingeschrieben. Gibt 14,57 Meter. Damit haben wir schon eine zweite Seite in dem Dreieck. Jetzt müssen wir nur irgendwie schauen, dass wir noch einen Winkel kriegen. Weil wenn wir zwei Seiten und einen Winkel haben, dann kommen wir eigentlich relativ schnell zu dem Endergebnis oder beliebigen Winkel, den wir brauchen. Einen Winkel hier unten haben wir schon gesagt, wir könnten den hier berechnen, aber auf den da hier kommen wir auf gar keinen Fall. Deswegen kann es eigentlich nur der hier oben sein, weil da haben wir einen Gesamtwinkel und wir könnten in dem Dreieck den Winkel berechnen. Denn hier oben ist ja alles gegeben. Das heißt, den Winkel, wenn wir raus haben, kommen wir auch auf den hier. Also, in dem Fall brauchen wir einen Sinussatz. Wir nehmen einfach die neue Größe hier, AC geteilt durch den Sinus von und so weiter. Sinus von DCA, das ist der Winkel, den wir jetzt hier brauchen. Durch 9, das ist die gegenüberliegende Seite, ist gleich. Der Sinus von 100, gegenüberliegende Seite, ist die Seite AC, die wir gerade berechnet haben. Und das lösen wir nach DCA auf, gibt 37,46 Grad. Das ist eine Äquivalenzumformung dazwischen. Ich mache auf beiden Seiten 9 Meter. Und dann muss ich noch den inversen Sinus von dem Gesamtterm nehmen. Aufpassen, den Gesamtterm muss ich klammern. Ich habe jetzt hier ein bisschen abgekürzt, damit ich es auf eine Folie kriege. Wenn ich den Winkel hier oben habe, dann ist natürlich klar, dass ich den Winkel im anderen Dreieck mit 80 Grad minus 37,46 Grad bekomme. Jetzt habe ich einen Winkel, eine Seite und eine Seite. Es müsste eigentlich ausreichen. Nur das Problem ist, also wir haben diese Seite und brauchen den Winkel. Das ist schon mal in Ordnung. Aber wir haben kein Pärchen mit Winkel und Seite. Also wir haben zum Beispiel den Winkel, aber diese Seite da unten nicht. Wir haben diese Seite, aber den Winkel nicht. Auf eins von beiden müssen wir jetzt noch kommen. Und da sehen wir, dass wir mit dem Winkel und den beiden Seiten doch diese gegenüberliegende Seite berechnen können, nämlich mit dem Kosinussatz. Den Winkel, den kriegen wir auf keinen Fall irgendwie hin, weil wenn nur ein Winkel in dem ganzen Dreieck gegeben ist, dann können wir nicht einen Sinussatz anwenden. So, und damit kommen wir jetzt mit dem Kosinussatz auch nach unten. Also auf die Seite AB. Ich habe das wieder genauso gemacht wie oben, habe mir hier aber die Äquivalenzumformung mit dem Quadrat geschenkt und habe gleich AB ist gleich die Wurzel hingeschrieben, hier hinten die Einheit nicht vergessen. Und wenn ich dann soweit bin, dann habe ich jetzt quasi die Seite zu dem Winkel und die Seite zum gesuchten Winkel und kann endlich nach CBA auflösen. Auch hier wieder 14,57 nach links gebracht und den inversen Sinus von dem Gesamtpaket links gezogen und dann komme ich auf meinen Winkel CBA. Der ist natürlich auch wirklich 82,76 Grad, steht erstens im Teilergebnis, zweitens erkennen wir das. Also brauchen wir wie hier oben nicht den zweiten Winkel vom Sinus berechnen, der bekanntlich 180 Grad minus diesem Winkel wäre. So, und das war der schwierigste Teil, denn der Rest ist einfach.
für den Sektor brauche ich ja nur die beiden Rad oder nur den Radius, den muss ich quadrieren und dann den Winkel an der richtigen Stelle einsetzen und schon komme ich auf meinen Sektor. Bei der Aufgabe 2.3, da wird es eigentlich auch wieder recht leicht. Ich habe hier mal eingezeichnet die Strecke EG. Wenn ich, also die soll ja von EG soll genauso lang sein wie GF und das funktioniert natürlich nur, wenn das auf einer Mittelsenkrechten liegt. Also dieser Punkt G muss auf einer Mittelsenkrechten von E und F liegen, damit sie gleich weit von E und von F entfernt ist. Und damit ist sie natürlich auf der Mittelsenkrechten und auf dem Kreisbogen, denn so war es ja auch in der Angabe. So, und dadurch kommt automatisch hier diese Mittelsenkrechte durch den Punkt durch. Ist auch klar, das muss so sein. Wenn ich irgendwo zwischen zwei Punkten eine Mittelsenkrechte nehme, komme ich immer durch den Kreismittelpunkt durch. Damit haben wir aber auch hier eine Winkelhalbierende, denn es halbiert es ja genau in der Mitte. Und wenn ich eine Winkelhalbierende habe, heißt das, dass der Winkel und der Winkel gleich groß ist. Warum ich das alles sage? Wenn ich jetzt dieses Dreieck EBG hernehme, dann suche ich die Seite EG, habe diese Seite EB, habe die Seite BG, denn das ist ja auch der Radius. Ja? Dieser Punkt G liegt ja auch auf dem Kreis und damit ist auch BG gleich 6 Meter. Und ich habe diesen Winkel. Und damit kann ich wiederum mit dem Kosinussatz das Ganze auflösen. Hier habe ich den Kosinussatz einmal anders angewendet. Ich habe das Quadrat noch stehen lassen. Dann muss natürlich hier hinten auch Meterquadrat stehen. Und alles andere habe ich beibehalten. Statt Kosinus von einem bestimmten Winkel habe ich natürlich noch den ursprünglichen Winkel dran stehen lassen. Aber den muss man ja durch 2 teilen, dass ich diesen kleinen Winkel hier bekomme. Und dann kann ich mich mit Wurzelziehen beschäftigen und bekomme für EG 4,24 Meter.